Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Wieder zusammen mit dem Malael. Wir sind bei Norma Creed und haben noch eine Rätselaufgabe für euch. Und für uns. Und aber bevor wir das machen, habe ich gerade mit dem Malael gehandelt. Der ist nämlich, während wir hier zwischen den Folgen einkaufen gewesen. In-game natürlich. Ich out-game, er in-game. Und der hat mir was mitgebracht. Nämlich hier das Verbrauchsobjekt Werkzeugsatz. Und wir haben ja beim letzten Mal geguckt, ob wir uns einen Heiltrank herstellen können. Und dann gucken wir doch jetzt mal, wie wir das mit diesem tollen Werkzeugsatz denn hinkriegen. Moment. Ich glaube, mit Metall war das, was, womit du die Dosen machen kannst, die dir einen Hot geben. Also Heilung über Zeit. Mhm. So. Basisstaub. So, aber fertigen kann ich damit jetzt nichts. Irgendwie merkwürdig. Warte mal kurz. Geh mal auf die, auf das Kit, das du dafür brauchst, und guck mal nach, welche. Also Q2. Ah, okay. Das Ding hat wahrscheinlich noch Q0, die Dinger, die ich habe. Dann müssen wir ja natürlich es aufwerten. Von unvollkommener Qualität, okay. Die brauchen unvollkommene Qualität, genau. Gucken, ob wir da genug zusammenkriegen. Übrigens, du kennst doch die Marken, die man hier bekommt bei den Quests. Ja. Ich habe die jetzt ausgegeben für Waffen. Mhm. Ja, und ich finde ich ziemlich gut. Und das erste Mal habe ich selber Glyphen eingesetzt. Oha. So, ich habe jetzt. Ist immer noch Basisstoff? Wo habe ich das denn hingefertigt? Hier. Staub. Gewöhnlich. Mist, ist schon ein zu gut, wa? Was brauchst du? Ich habe Massen von allen möglichen. Ich brauche Staub. Unvollkommen. Okay. Ich habe 13. Ja, 6 Stück braucht. Ne, mehr. Wie viel braucht man? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Stück. Moment. Okay. Müsste reichen. Unvollkommener Staub, ja. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Zack. 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 Und. So, den Rest wieder hier raus. Übrigens, wenn du also einen Stapel nimmst, ne? Ja. Und du mit Rechtsklick auf eins der Symbole, den tust du nur einen dahin. Ah, okay. Okay, wir haben uns 3 Energy Drinks mit Heilung von 803 Schaden gemacht. Das ist doch nicht schlecht. Super. Ja, nice. Gut. Ich habe ganz schön viele unvollkommene Sachen. 37 Feuer, 26 Wasser, 41 Metall. Wo hast du denn die Waffen gekauft? Auch bei diesem Händler? Bei diesen Händlern, diesem Rad. Also ich fand die Waffen da jetzt nie besonders super, also die es da gab. Die sind stärker als meine, die ich schon im nächsten Gebiet gefunden habe. Okay. Gut, dann Norma Creed. Etwas Böses. Let's play. Hast schon mal einen Namen. Ja. Da baut sich ein Druck auf. Wie vor einem Sturm, der immer bedrohlicher wird, aber nicht losbrechen will. Ja, die Raben spüren das auch. Das letzte Mal, als es an den Bäumen mehr Vögel als Äste gab, gab es Morde. Das war 2002, am Ende eines langen und furchtbar heißen Sommers. Im August, auch die ganze Stadt verfault und es hatte seit Juni nicht geregnet. Als der Sturm kam und die Raben wegflogen, hörten die Morde auf. Ich habe das mit dem Landstreicher nie geglaubt, Helen auch nicht, obwohl der Stadtrat sie ordentlich bearbeitet hat. Das war schlimm. Riskant für ihre Karriere, aber sie hatte recht.
Es war kein Mensch, der die Mädchen aufgeschnitten hatte. Die Lieblosigkeit der Raben, heißt das nicht so? Ich lese nur die Fernsehzeitung. Nichts, was man irgendwie Literatur nennen könnte. Aber selbst ich erkenne Zeichen und Omen, wenn ich sie sehe. Okay. Weitere Informationen über die Morde finden. Wo könnten wir denn Informationen über die Morde finden? Wahrscheinlich doch wieder in dem Rathaus. Klar, Anhaltspunkt. Ich wäre jetzt zur Polizeiwache gegangen. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Wir können auch zuerst mal zur Polizeiwache, ja. Ja. Ach ja, hier gibt's ja Gegner. Da war was. Ich habe übrigens hab mir jetzt überlegt, ich versuche mal so ein paar Punkte, wenn ich jetzt neue Punkte kriege, in Blutmagie zu investieren. Damit ich mal auch da die Heilskills mal abgreife. Das wäre jetzt schon dann der zweite irgendwie Fähigkeitenumschwung. Aber das kommt ja zu gut. Wenn wir jetzt irgendwie öfter zusammenspielen, macht das ja Sinn. Also von mir aus sehr, sehr gerne. Ich hasse es nämlich alleine zu spielen. Ja. Und kommt euch ja auch zugute, ne, euch zugucken, wenn ich hier so einen erfahrenen MMORPG-Spieler mit mir dabei habe, der mich hier von den gröbsten Dusseligkeiten abhält. Wie zum Beispiel so Zombie-Horden hier anholen, anfracken. Das ist gut. Zombie-Horden anlocken ist gut. Gibt Punkte, ne? 150 halt, aber... Kleinvieh macht auch Mist. Ich habe übrigens mal gehört von jemand, wenn man die Quests in dem Startgebiet, also hier in Kingsmith, durch hat, dann hat man ungefähr so eine Skillung. Kann man sich davon holen. Also eine komplette Grundskillung. Kann sein, aber jedes Deck hat auch immer verschiedene Voraussetzungen. Mhm. Also braucht verschieden viele Kräfte zum Freischalten. So, hier im Computer vielleicht, ne? Ja. Zugriff. Tatverdächtigen-Bartenbank. War vielleicht gar nicht so schlecht eine Idee. Ja. Okay, hier gibt's anscheinend nichts Tolles. Tatverdächtigen-Datenbank. Dexter Bill. Ich glaube, der ist es. Ja, aber da kommt nichts, kein Fortschritt. Ja, vielleicht muss man auch einfach nur durchlesen. Nee. Ach das. Augenzeugen berichten, dass der Verdächtige einen Miaunensack in die Bucht geworfen hat. Stimmt, hat der eine erzählt von seinem Vater. Mhm. Nee, irgendwie das ist das wohl nicht. Schade. Dann wohl doch eher zum Rathaus. Ne? Ich hab's doch gesagt, ich bin jetzt zum Draufhauen. Was lässt du mich denken? Ja. Guck mal, ein Zombie. Ey, noch ein. Headshot. Ah, stimmt, warte. Warte, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Ich habe mir jetzt ja einen neuen Zauberschnell geholt für die Gegnermasse, weil es mich so tierisch genervt hat, dass es immer so viele sind. Ja. Ich habe jetzt einen Flächenangriff geholt. Cool. Okay, macht Sinn. Nicht mehr zeigen. Hm? So ein Flächenangriff, wo die Zombies sofort sterben, wenn man... Sterben sofort wahrscheinlich nicht. Nice. Das ist mein Standardangriff, der Ressourcen herstellt. Cool. Macht Sinn. Ja, bei den Zombie-Massen, das ist ja auch... Ich hole mal was Motorrad raus. Weil jede keine Folge ohne Motorrad. Also wirklich. Wir sind doch, glaube ich, in der falschen Straße. Oder? Du könntest dir wenigstens so ein Beifahrerteil dafür kaufen. Fall. So, zwei Treffer? Hm? Zwei Treffer, alle Zombies weg. Nice. Ist das aus dem äußeren oder aus dem inneren Ring? Äußeren. Ah, das dachte ich mir. Die ganzen coolen Sachen sind doch im äußeren. So, keine Folge ohne Motorrad. Hm.
So, jetzt warten wir, bis der gute Malae wieder da ist. Du weißt aber schon, dass ich mir jetzt auch irgendwann das Motorrad holen muss. Ja, eigentlich schon. Wenn wir öfters zusammenspielen wollen, macht das Sinn, ja. Aber es ist echt cool. Also die Quest ist cool, das mit dem Motorrad rumheizen, das macht einfach Laune. Das sieht einfach auch gut aus. Naja, okay, man kann auch. Es gibt auch zwei Motorräder, die man finden kann. Eine beim Raid-Boss und eine durch eine Questreihe. Echt? Ja, es gibt genau drei. Eins, das du dir kaufen kannst und zwei weitere, die du halt finden kannst. Nice. Gut, hier haben wir ganz viele Akten. Oh nein. Ja. Ich weiß ja, wo es ungefähr war. Ich glaube, hier in der Reihe war das irgendwo drin. Also man kann jedes von den Fächern einzeln anklicken. Mhm. Schublade ist leer, okay. Ah. Such mal. Also gut, ich hol Kaffee. Du holst Kaffee, ja. Schublade ist leer. Trink. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt habe ich gar nicht mehr richtig im Kopf. Vielleicht gucken wir nochmal in die Missionsbeschreibung. 2002. Sommer 2002. Okay, ich gucke die ganze Zeit bei 2003, da kann es ja auch nicht drin sein, ne? 2002, Quartal 3. Sommer müsste Quartal 2 sein, oder? Ja, ich glaube schon. Quartal 1. Ich probiere mal Quartal 3. Ah, perfekt. Ja. Mörder angeklagt. Sheriff Bannerman wollte von offiziellen Presse keinen weiteren Kommentar abgeben. Bla bla bla. Ja, okay. Informationen über den Mordfall finden. Jetzt müssen wir dann müssen wir zum Sheriff-Gebäude, in der Tat. Ja. Weil der Bannerman ja keine Informationen abgeben wollte. Bannerman, das war falsch. Aber ich glaube, der war auch in der Datenbank, ne? Mhm. Also war ich nicht komplett verkehrt. Nee. Zombies. Granate, komm, Granate. Fuck. Granate macht kaum was. Das ist immer diese blöde Heilgranate. Ich glaube, die macht dann. Blöde Heilgranate, die hält mich am Leben. Ja, du verlierst ja kaum was. Noch, also nicht bei diesen Zombies, glaube ich. Ja, okay, das war voll. Ich mag den Angriff. Muss ich ehrlich sagen, ich mag ihn. Echa, was ist das? Wie heißt der? Flächenbrand. Flächenbrand. Ich habe nur einen Makel an dem. Ich mag die Animation nicht. Zack. Mein Flächenbrand ist stärker. Aber es ist wenigstens kein Ressourcenhersteller. Ja, meine macht auch, ich finde persönlich auch etwas wenig Schaden. 61 macht er jetzt. Ich habe mit meinem Ressourcendingen habe ich 90 Schaden. Aber gut, auf Einzelziele, ne? Und der Heildingen macht 37 Schaden. Ja, weil die Einzelzielschießer, die sind meistens doppelt, ungefähr doppelt so stark wie die Flächendinger. Ja, macht ja aber auch Sinn. Sonst könntest du ja alles, sonst würde das ja auch überhaupt keinen Sinn machen, Einzelteile zu nehmen. Ja, aber ich persönlich bin eher ein Freund von Kettenfähigkeiten, weil die treffen halt ein Ziel, dann das nächste und dann gehen die immer weiter. Ja, das ist richtig. Ich find die angenehmer als einfach dieses. So, in den Computer hacken. Zack, 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 zack. Zugriff auf Tatverdächtige. So, Bannerman. Was ist das nicht? Wir gehen einfach mal alle durch nochmal. Nein. Aha, der zweite ist es. Oh, man hört bei dir auch noch schön Sound. Oh, sorry. Ich bin etwas zu nah am Bildschirm. So. Okay. Die Zelle nach weiteren Hinweisen durchsuchen. Jetzt wird's interessant. Hier gibt's eine Zelle? Ja, hier hinten. So, wie kommen wir jetzt da rein? Sprengen. Nee, das wird nicht funktionieren. Da gibt's einen lustigen kleinen Trick. Und zwar müssen wir dafür hinter die Barrikaden. Ich dachte jetzt, wir müssen ein Verbrechen begehen. Ja, sowas ähnliches. Und zwar jetzt keine Zombies töten, bitte. Lass dich töten.
Also die schlagen gerade erst auf mich. Wir pullen noch mal ein paar mehr, damit es schneller geht. Ich wollte gerade sagen. Weil wir müssen dafür sterben. Kannst du die davon da hinten nochmal herholen? Von hinter der Häuserecke. Wir ignorieren die ja eh. Ja, warum auch immer. So, ich bin gleich down. Und dann schlagen sie auf dich ein. Und dann gehst du in der Geisterform in die Polizei. Oh, bei mir scheint etwas schneller zu gehen. Aber du hast, glaube ich, auch mehr Lebenspunkte wie ich. Das kann gut sein. Aber man hört immer noch Sound bei dir. Ja, Entschuldigung. Immer noch? Ja. Ja, jetzt ist okay. Okay. Und jetzt ist nämlich in der Geistgestalt ist die Zelle nämlich offen. Und was lesen wir da an der Wand? Wenn ich denn mal die Kamera richtig hinkrieg. The White Ravens Whisper Golden Girls Sorrowful. Die untere Zeile kann ich schwer entziffern. Never told. Okay. Das notiere ich mir einfach mal. The White Ravens Whisper Golden Girls. Okay, hat mein Sound erstmal weiter runtergestellt. Sorrowful. Also man kann die Schrift auch so angucken. Toll, super. Wer ist die Tüte? Secret. Wahrscheinlich der, um den es da geht. Never told. White Ravens Whisper. Golden Girls, Sorrowful Secrets are never told. Okay. Das müssen wir uns merken. Okay. Hast du gerade eben ernsthaft versucht, da wirklich mit dem normalen Blick das zu lesen? Ja. Ich bin doof, ich weiß. So, siehst du hier diese tolle Möwe oder den Raben? Ja. Hinterher. Als Geister? Ja. Und da ist der zweite, hinterher. Der dritte, hinterher. Ah, jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren, verdammt. Scheiße. Wo ist er? Ah, ich muss wieder von vorne anfangen. So ein Scheiß. Hast du gerade die Quest hinzufügen? Ah, nee, ich bin fertig hier. Ach, du bist ja auch hier, okay. So. Bei mir steht nur herausfinden, was die kryptische Nachricht bedeutet. Ja, bei mir auch. Ah, okay. So, die wispern ja jetzt hier was, die Raben, ne? So, Golden Girls, Sorrowful, Secrets are never told. 5 für Silber. 6 für Gold. 6 für Gold müsste das erste sein. Okay. 3 für ein Mädchen. Ein Mädchen. Das ist das letzte gewesen. Könnte sein, ja. 7 für ein Geheimnis, das nie verraten. Das hier ist auf jeden Fall der letzte. Ich glaube, das Mädchen müssen wir nehmen, ja. Okay. Ja, okay. Ich dachte jetzt eigentlich Geheimnis und dann Mädchen. Sorrowful, Trauer, glaube ich. Wo war Trauer? 5 für Silber. Silber, nee. 2 für Freude. Freude auch nicht. 4 für einen Jungen. Jungen wollen wir auch nicht. Okay, die drei sind total sinnlos hier. Dann sind nur die beiden oben hier. Das hier hinten, den hier hinten haben wir. Weg mit dir.
Und der letzte ist dann der hier. 7 für ein Geheimnis, das nie verraten werden. Zack. Suchen Sie Jack the Lad. Sie haben ihn gefunden. Jack finden. Da ist er. Wow. Ein Kürbismonster. Macht ihm anscheinend nicht viel aus. Doch, doch. Er flieht. Hinterher. Ich glaube, den kriegen wir auch nicht down. Korrekt, ja. Das ist ein Kürbiskopf. Okay, von denen habe ich mal was Info gelesen. Die sollen im nächsten Gebiet auftauchen. Ja. Die Geschichte von Kürbiskopf reicht zurück bis zur großen Hungersnot im Westen. Sie erzählt von einem Jungen, der zu etwas wurde, was er ursprünglich gar nicht war. Okay. Die Drachen wissen wir irgendwie immer mehr. Für die Drachen wissen alle. Heilt den Malael. So. Pistolen gefunden. Ah, nice. So, was machen wir jetzt? Du hattest die Brücke, genau. Weil du hast in der Zwischenzeit die Brückenquest gemacht, ne? Natürlich. Gut, der Mann hat sich vorbereitet. Aber wir können gerade nicht switchen. Wir müssen, glaube ich, von den Irrlichtern weg, oder? Ja, einer von uns scheint irgendwie noch Aggro gezogen dann zu haben oder so. So, ich bin jetzt zurück. Wenn man auf Sprinten wechseln kann, hat man auch kein Aggro mehr, glaube ich. Ich kann immer noch nicht wechseln. Mal ein bisschen weiter weglaufen. So. Versuch mal, wo mir geht. Achso, ich klicke auch die ganze Zeit auf das Falsche. Ja. Von mir ging's. Ich habe die ganze Zeit auf die Polaris-Mission geklickt. Die wird zu zweit in der Instanz, okay, wenn du dir so viel zutraust. Nicht. Zu viert würde ich sagen, okay, das kann man vielleicht noch hinkriegen, aber zu zweit? Das soll ja ein bisschen challenging sein, ne? So, dann haben wir jetzt hier die Stealth-Quest. Der schwarze Helikopter. Ich weiß, es ist kein Spaß da draußen. Aber oft hat man keine Wahl mehr, wenn die Münze mal in der Luft ist. Wir sind hier, um den statistischen Durchschnitt für den nächsten Wurf zu erhöhen. Adaptive Wissenschaft. Mr. Blake kann nicht gut mit Menschen. Und die Menschen von Kingsmith brauchen den Satelliten dringend. Manchmal fühlt sich das große Ganze überhaupt nicht gut an. Ich habe nicht die Sicherheitsstufe, um zu erfahren, was wirklich vor sich geht. Abgesehen vom Offensichtlichen. Aber ich muss es wissen. Die Gruppe hat nachts meistens Hubschrauber in der Luft. Sie sind schwarz. Und das ist kein Witz. Irgendwo draußen beim Flugplatz. Das ist natürlich alles streng geheim. Viel zu geheim, als dass ich es mitkriegen darf. Aber besser, sie erfahren es jetzt, als wenn es mir sowieso keiner mehr sagen kann. Solange ich noch als Kirchgängerin mit reinem Gewissen durchgehe. Nicht, dass Blake mich hier in die Kirche gehen ließe. Sperrbereich, wie der Rest der Stadt. Sie kennen die Grundregeln einer okkulten Epidemie. Quarantäne, Quarantäne. Quarantäne. Habe ich was verpasst? Nein, du hast nichts verpasst. So, dann einmal hier querfeldein, würde ich sagen. Jupp. Oh, hier ist ja die Hölle los hier. Immer hier runter, außenrum vorbeimogeln. Oh, man kann schwimmen. Cool. Ja, habe ich mich auch. Ja, das war ein dummer Gedanke, ne? Sieht ihr, habt ihr das auch mal gesehen, dass man sogar schwimmen kann in diesem Spiel? Ja, aber wenn ich auf die Köpfe achte und mir die Charaktere seitlich angucke, scheinen die dabei zu ertrinken. Weil die nehmen den Kopf nicht aus dem Wasser. Ja, die können einfach nur ganz krass die Luft anhalten. Oh, Aggro. Oh! Boah, hat den krassen Bereich.
Ja, das ist, ich glaube, das ist dann eher so ein nach dem Motto, lieber zur Seite ausweichen Bereich. Ja, das mit dem zur Seite weghüppen, das habe ich auch noch nicht ganz raus. Ja. Doppel-E oder Doppel-Q? Ja, du brauchst auf jeden Fall Heilung. Brauche ich immer. Ich habe nämlich gerade eben auch noch dein mit angegriffen. Boah, bin ich ein schlechter Heiler. Nein, bist du nicht. Nee. Du brauchst vielleicht nur etwas Übung. Aber es gibt keinen schlechten Heiler. Es gibt nur Heiler, die noch lernen müssen. Korrekt. Also jetzt mal schnell weg hier. Hier ist noch so ein Obermakafie. Was ist denn das für ein Florjutan? Okay, das ist kein Quest-Mob. Bei Quest-Mob hätten halt diese Flaggen. Kriegt man den kaputt? Stimmt, der hat, oh, der hat nur 2600 Leben. Ja, an den Symbolen kannst du ungefähr erkennen, wie du Chancen gegen ihn hast. Au, ich bin gestunt. Zumindest solltest du jetzt permanent geheilt werden, wenn ich hier irgendwas austeile. Ich werde gerade angegriffen. Jetzt kannst du mal zeigen, wie gut deine Flächenschäden hier sind, ey. Was wir hier gerade gezogen haben, ist ordentlich. Ja. Alleine wäre ich jetzt schon lange tot. Habe ein. Aber es geht's ja noch gut. Also. Du bist hier permanent geheilt von mir und machst sie gerade platt. Ist so gut. Läuft. Komm schon beim nächsten Geschützen. Puh. Also an der Stelle, wo ich gerade nicht weiterkomme. An der Stelle, wo du nicht weiterkommst? Ja, da sind so riesige Motten, Insektenviecher und wenn da mehr als eins kommt, bin ich erledigt. Ach so, im nächsten Gebiet. Ja. Ja. Die sind richtig mies. Die, wie heißen die? Dingens hier. Liga der Monsterjäger? Ne, wie die Viecher heißen. Oh, keine Ahnung. So, jetzt wenn wir uns nicht blicken lassen hier bei den Viechern, bei diesen komischen Dingern. Hier unten kann man ramig schön durch. So. Ups. Ich bin ja wieder mit dem Motorrad gefahren. Ich muss mich daran gewöhnen. Da kommt er. Okay. So, hier Körper durchsuchen. Damit wir den Code kriegen. Do not print. Natürlich hat er es trotzdem gemacht. 739241. Frage, kannst du es dir merken? Ich hab's mir gerade aufgeschrieben. Okay, der Herr ist vorbereitet. Ja. So. Na? 739241. Okay. Ich mach das Ding dann nervös. Ja, das könnte jetzt auch mal gut und gerne mal weggehen. Hattest du die Quest schon mal gemacht? Ja. Eigentlich kommt man hier mal durch, weil sich das Ding auch mal bewegt. Scheint es ja hoch und runter. Da hinten steht auch noch ein anderer Typ. Das sieht für mich wie zwei Typen aus. Ja, vielleicht kommt man hier hinten auch noch raus. Wieder zu. Ja, es sieht besser aus hier. 739241. Zack. 98 Mal, du kennst die Zahl auswendig. Ja. So, jetzt brauchen wir hier die verschiedenen Teile. Ich bin dafür, wir machen den hier an der linken Seite zuerst. Dürfen wir uns jetzt halt nicht sehen, müssen wir jetzt aufpassen. Und die Leute hier ignorieren uns eigentlich? Nee, aber die haben so kleine Blickwinkel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt... Ah, hier siehst du, jetzt bin ich nämlich direkt schon weg hier. Du auch. Nein, der Erfolg ist weg, nein! Ja. Oh, es gibt eine Fernseher?
Na, die schleppen dich jetzt einfach nur vors Tor und dann... Die scheinen ja nicht mehr aggressiv. Mäh. Am einfachsten ist das, wenn man hier vorne durchgeht, aber... Ich weiß nicht, warum der da immer noch... diese Drohne da immer rumsteht. Hm. 7, 3, 9, 2, 4, 1. Das ist ja bald. Können wir den auswendig. So, vielleicht gehen wir mal geradeaus. Angreifen? Nein, angreifen nicht. Wir sind ja hier stealthy unterwegs. Din, 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 din. Autopsiebericht, ja. Ja, komm. Zack, erster haben wir schon. Oh, gut, der gilt dann auch für mich, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. So, ja, du bist eine Frau, du bist schmaler, du bist beweglicher. Kommt man hier lang? Also, so ein bisschen doof ist das ja schon, ne, als Stealthy-Ding. Ach, da steht noch eine Wache. Das ist... Und hier steht noch ein Wissensobjekt. Ah, okay. Ach, das habe ich schon. Ich war hier, glaube ich, schon mal. Alles, die denn die wissen, ob sie hier für einen Account würden? Nee, ich war hier, glaube ich, im Let's Play schon mal. Ja? Ja, okay, kann ja sein. Aber nur außerhalb der Quest halt. Ja, kann genau, außerhalb der Quest. So, da ist diese komische Drohne. So, wir müssen jetzt hier oben hin. Motorrad. Sieht ja keiner. Zack. So, und jetzt das letzte noch. So, wie kommen wir jetzt da am besten hin? Weil da war ja eben ziemlich zu, ne? Hier außen rum. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Läuft. Zum Helikopterlandeplatz gehen. Okay. Schade, ich kann mit dir nicht aufsteigen. Ah, nein! Da war einer. Der stand sich. Verdammt. Wollen wir uns beim Landeplatz treffen? Hat er dich nicht erwischt? Ich bin schnell hinter den Container gegangen, als du geschrien hast. Sehr gut. Ja, lauf auch schon mal hin. Na, eigentlich war das eher feige als gut, aber ich weiß, was du meinst. Ja. 7, 3, 9, 2, 4, 1. Ist nicht ganz schon auswendig. Wolltest du aufschreiben? Ja, ich habe noch nicht mal drauf geguckt, siehst du mal. So, jetzt müssen wir an den Helikopter dran. Ah, hast du schon? Perfekt. Die Fracht untersuchen. Ah, mich hat er schon wieder erwischt. Ich hab die Fracht. Hast du die Quest gekriegt? Ich weiß nicht, ich habe gerade ein Sie schleifen mich raus Bildschirm, aber ich habe so ein Quest erfüllt Bimmeln gehabt, gekriegt. Ja, bei mir habe ich jetzt eigentlich den Ton bei allen auf 1 gestellt. Von mir dürfte es eigentlich nicht einen kommen. Freien Laptop finden, ja, hat geklappt wohl. Oh Gott, ich weiß, wo ein Laptop war, aber... Ich auch, ganz hinten da in der Ecke, wo wir die zweite Dingen geholt haben. 7, 3, 9, 2, 4, 1. Motorrad. Din, 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 din. Die haben mich erwischt. Ich habe die Quest abgeschlossen. Müsstest du eigentlich bei dir jetzt auch gekriegt haben, oder? Informationen zum Hauptquartier Ihrer Fraktion hochladen. Also noch nicht. Nee, ich muss jetzt noch zum Laptop. Ja. Hier bin ich auf meinem Motorrad und warte auf dich. Ich bin unten alleine. Das Passwort. Nein! 7, dein Rollen, 2, 4, 1. Warte, ich muss das erstmal öffnen, also... 729 739 ja. 241 241
tun. Nicht, dass du ohne dich wäre ich richtig, richtig am Ende. Ich bin jetzt übrigens auch ein Rang aufgestiegen. Du bist über 3. Ich hoffe, dass es bald wieder neue Klamotten und neue Uniform gibt. Okay, jetzt habe ich es bei dir auch gehört, dass das bimmelt. So, ich werde jetzt mal ein paar KP ausgeben, und zwar werde ich in der Tat jetzt in Blutmagie investieren. So. Kaufen, so dass ich mir zumindest den inneren Ring mal voll mache hier. Weil das soll ja für einen Heiler gar nicht mal so schlecht sein. Ich persönlich. Au! Da war eine Orangiewache. Ja, kann ich weiter bitte. Oh, mir fehlen noch 2 KP. Ja, irgendwann wird das ziemlich teuer da in den äußeren Ringen. Ich wurde durch den Tisch gezogen. Also der Tisch, wo wir standen. Ach, die haben sie auch erwischt. Ja? Ich stand ja direkt neben dir. Ach so, okay. Also ich glaube, das wären echt schlechte Wachen, wenn die mich nicht erwischt hätten dann. Das ist so korrekt. So. Einmal wollte ich doch nur leveln. Die haben ja keinen Sinn dafür. Ja, du kannst das wenigstens. Wir fehlen noch 2. Ja, ich glaube, ich kriege den inneren Ring nicht komplett voll. Ich habe noch 9. Noch 7. Noch 4, einer fehlt mir, ein Teil fehlt mir dann. Die Verklumpung fehlt mir dann. Aber gut. Die kostet dann, glaube ich, 4 Punkte oder so, ne? Wie kostet die? 7 kostet die. So, und Charakterfähigkeitspunkte habe ich nämlich auch welche, nämlich 15 Stück. Boah, da können wir jetzt aber ordentlich investieren hier. Okay, ich wollte gerade auch was aufmerksam machen bei Blutmagie. Ja, was denn? Bei dem äußeren Rad ganz unten. Also, ja, unten links, ne? Ja. Drittes Skill. Äußeres Rad? Ja. Ja, welches? Ganz unten, der dritte Skill. Von der Vanamantik? Ja. Der dritte Skill, ja. Verbundene Venen. Ja, den finde ich richtig gut für Gruppenheilung. Kettenkraft, 24 heilt und die Barriere erzeugt, die 100% des erlittenen Schaden absorbierst. Ich auflöse sobald 23 Schaden. Ja, der sieht nicht schlecht aus, ja. Mhm. Aber dann komme ich noch etwas länger nicht hin, wahrscheinlich. Ja, aber ich meinte nur, der ist finde ich, wirklich guter Standard-Skill dann. So, wir gucken mal im Sturmgewehr. Wir gucken erstmal, dass wir Blut ein bisschen skillen. Heilung. Und da wir Heiler sind, investieren wir bei Blut auch voll in die Heilung hier. So, dann gucken wir noch mal ein bisschen bei Faust und gehen auch hier ein bisschen auf die Heilungskräfte. Heilung. Wir haben jetzt noch 3 Punkte frei, da können wir noch mal... Ja, die sparen wir einfach. Die sparen wir. So, und jetzt sind wir auch schon fast 40 Minuten angekommen. Und das heißt, Folge ist zu Ende. Für uns geht's jetzt gleich weiter, für euch noch nicht. Ihr müsst ein bisschen warten. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Quali. Und der Malael, nicht wahr? Ja. Ciao.